Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute drehe ich wieder ein 10 Arten von Reitlehrern Video und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Erstens, die Strenge. Also wenn du schon auf meinem Pferd reiten darfst, dann musst du auch ordentlich reiten. Es ist mein Goldstück, mein großes Goldstück. Verstehst du? Ja, ich bemühe mich doch. Jetzt bitte antraben, angaloppieren und dann über den Sprung. Und bitte mach dich leicht im Sattel. Ich will nicht, dass du wieder so in den Rücken plumpst. Du sollst nämlich ordentlich reiten lernen und richtig schön super gut reiten, mein armes Pferd. Und jetzt angaloppieren. Und über den Sprung. Yeah, der war gut. Nein, das war er garantiert nicht. Es gibt bessere Springer. Aber für den Anfang war er ganz okay. Mensch, muss die immer so streng sein. Sehr blöd. Zweitens, die mega nette. Nathalie. Ja, was ist denn? Ich traue mich nicht alleine zu traben. Ja, tut mir leid, führen kann ich dich leider nicht. Aber guck mal, du schaffst das. Beine randrücken, aber nicht zu doll. Da hatten wir auch schon was. Ein paar Unfälle. Wenn man so doll die Beine rantut. Da schießen die Pferde nämlich los. Aber wenn du ordentlich im Sattel sitzt, schön nach hinten lehnen, aus dem der rennt eh nicht los, auch wenn er ein Hengst ist. Er ist gut erzogen. Siehst du? Also, wenn du es geschafft hast, bekommst du auch eine lilane Rosette. Oh, dann mache ich das natürlich. Los, Süßer. Ach, ist ja schön. Das macht richtig doll Spaß. Hurala, jetzt springt die ja sogar schon. Los geht's. Und wie findest du meinen Auftritt? Also wirklich unbeschreiblich. Du hast dir gar keine Lena in der Rosette verdient. Was? Warum denn nicht? Bin ich nicht gut genug geritten? Doch, du bist einfach super geritten. Du hast dir sogar eine goldene verdient. Herzlichen Glückwunsch. Boah, Nathalie, du bist ja total lieb. Ja, und du bist auch eine super Schülerin. Danke. Gern geschehen. Drittens, die Zielstrebende. Super machst du das. Ja, aber noch nicht gut genug. Mensch, was ist denn für die noch nicht gut genug? Ich mach doch alles super eigentlich. Du weißt doch, wir wollen an der EM teilnehmen. Also wünsche ich mir von dir, dass du dich ein bisschen mehr anstrengst, weil wir müssen das wirklich schaffen. Jetzt machen wir die Stange nochmal viel höher. Erledigt. Da springst du jetzt bitte drüber. Ja, okay. Zum Glück reite ich auf einem Holsteiner. Andere Pferde wären jetzt schon längst abgekackt, regelrecht. Und dann später bauen wir noch einen Doppelochse auf. Du weißt doch, wir wollen die EM schaffen. Ja, schön, ich hab's verstanden. Moment mal, was ist denn hier los? Na, du weißt doch, wir wollen die EM und vielleicht sogar die WM schaffen. Ach, willst du das wirklich? Das ist doch noch ewig, bis wir das schaffen. Ja, deswegen trainiere ich ja auch. Du kannst stolz auf mich sein. Ach, ich gehe mal lieber wieder weg. Tja, was haben die denn alle? Viertens, die ihren Liebling hat. Wer ist die Tete bei der Abteilung? Darf ich diesmal vorne reiten? Golden Boy ist eh der Schnellste. Nein, nein und nochmals nein. Auf jeden Fall nicht. Ihr wisst doch, wer immer vorne reitet, egal auf welchen Pferden ihr reitet. Stimmt's nicht? Ja. So, Sophia, du reitest vorne. Danach kannst du von mir mit Golden Boy reiten. Hä, aber der ist doch tausendmal schneller und aus dem viel temperamentvoller. Ist mir doch wurscht. Dafür kann sie aber besser reiten als ihr alle zusammen. Danach kommst du mit Holly. Und dann du mit Max. Okay, und jetzt bitte losreiten. Ja. Wo lang sollen wir reiten? Ist egal, reite so, wie du willst. Die anderen kommen schon hinterher, hoffe ich für euch. Du darfst reiten, wie du willst, darfst machen, was du willst. Dir traue ich das ja zu. Was ist das denn für ein Gewusel? Also bitte Golden Boy hinter Sunny, danach Holly. Und danach Max und nicht anders und vorne reitet Sunshine. Also Sunny. Könnt ihr nicht ordentlich die Ecken ausreiten?
Also, Sophia, du machst es super. Ich rede mit den letzten dreien. Das sieht ja schrecklich aus. Hä, ich bin doch nicht mal in der Ecke. Warum beschuldigt die mich? Ja, okay, ich bin wirklich nicht ganz in die Ecke geritten. Aber trotzdem, boah, die hat echt so ihren Liebling. Eine Pferdelänge Abstand halten, das ist keine Pferdelänge. Da passt nicht mal ein halbes Pony rein. Und schön hinterherkommen mit dem Max. Streng dich doch mal an. Ja, sorry. Oh Mensch, die da vorne, die stellt ja Sunny übelst nach außen. Der guckt ihr übelst nach außen. Und natürlich bemerkt Nathalie es nicht, weil es ja ihre Lieblingsreiterin ist. Also nein, wie reitet ihr denn? Bitte ordentlich in die Ecken reiten. So, nachdem wir getrappt und galoppiert sind, darf Sophia auf Sunshine springen. Aber ihr dürft heute zur Strafe nicht springen. Ihr reitet einfach total schlecht. Super, ihr seid jetzt schon getrabt. Und jetzt bitte angaloppieren. Eine Runde um die ganze Bahn. Durchparieren zum Skiritt. Und jetzt darfst du springen. Und die anderen gehen bitte an den Rand. Oh, das ist so übelst fies. Spring ruhig so hoch, wie du willst. Nein, danke. Ich möchte heute nur über die Kankavaletti springen. Naja, dir überlassen. Obwohl ich gedacht hätte, dass du super gut rein kannst. Du kannst das nächste Woche springen wie über den Ochsen. Ja, machen wir. Fünftens, die Neugierige. Oh mein Gott, du kannst ja übelst gut reiten. Wer hat dir das beigebracht? Hast du einen heimlichen Freund? Nein. Ach ja, und jetzt mal wirklich, wer hat dir so gut das Reiten beigebracht? Du reitest ja wirklich wie eine Eins. Vielleicht ein heimlicher Freund? Brr, ich habe keinen heimlichen Freund. Sag mal, du reitest einfach so gut. Sind deine Eltern Millionäre? Vielleicht wollt ihr ja uns Rose abkaufen. Meine Eltern sind zwar keine Millionäre, aber ja, wir wollten überlegen, ob wir Rose kaufen. Weißt du überhaupt schon, wie alt sie ist? Welche Abstammung sie hat? Nein, das weiß ich nicht. Ja, du musst es aber wissen. Es wird dann dein Pferd. Nur vielleicht. Aber ich denke schon. Außerdem, wir bekommen doch dann die Papiere. Ja, das stimmt auch. Ja, mir fallen da keine Fragen mehr ein. Ist auch gut so. Darf ich jetzt weiterreiten? Ja klar, du bist doch stehen geblieben. Sag mal, warum bist du eigentlich stehen geblieben? Oh mein Gott. Sechstens, die Verrückte. Oh, hallo Nathalie. Wen darf ich heute reiten? Du reitest heute auf diesem Zebra. Hä? Zebra? Das geht doch gar nicht. Ich reite gerade erst mal ein Jahr. Ja, er ist eigentlich ganz... Ja, Zebras sind doch eigentlich ganz umgänglich. Es sind Wildtiere, auf den kann man nicht reiten. Guck mal, ich habe ihn auch schon für dich gesattelt, was ziemlich schwer war. Aber hey, ich wollte heute auf Max reiten. Der ist doch ganz umgänglich, so wie immer. Nein, das war nicht so großes Theater manchmal. Du reitest heute auf dem Zebra. Viel Spaß. Mein Gott, die ist... Ich weiß nicht, wie ich die beschreiben soll. Fies, verrückt, komisch, blöd? Hä? Hilfe. Ach komm, wie sitzt denn du auf dem Pferd? Also nein, das geht wirklich nicht. Da musst du mich jetzt wirklich mal beschweren. Aber ich kann nicht anders. Das Zebra ist einfach zu wild. Es will die ganze Zeit fressen. Oh mein Gott, die Reitschule werden ja heutzutage auch immer schlechter. So cool, dass ich heute auf Firmen reiten darf. Das war echt mein Traum. Zum Glück hatte ich Geburtstag und durfte mein Pferd aussuchen. Ja, mich freut es auch und bla 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 bla. Ich möchte trotzdem, dass du es mal antrabst. Ordentlich und ja. Siebtens, die Erschreckende. Los, jetzt trab doch endlich mal an. Ha, los jetzt. Hey, was machen Sie denn? Der erschreckt sich doch übelst. Ja, er soll aber traben und nicht rückwärts galoppieren. Bitte. Los jetzt, los jetzt. Mensch, Sie müssen mir doch nicht die ganze Reitstunde versauen. Ich will dir bloß helfen. Los jetzt, Pferd. Ah, Hilfe. Schluss jetzt hier, Ron. Und könnten Sie auch bitte aufhören? Sie erschrecken Huron. Und das ist auch total gefährlich, was Sie da machen. Sie müssen wohl die Reitschüler schon den Lehrern was beibringen, oder wie? Ach, das ist einfach nur ein böses Pferd. Nein! Gott, ich suche jetzt Nathalie. Ich will bei der Unterricht haben. Oh mein Gott, dieser Reitschüler. Achtens, die Geheimnisvolle.
Warum soll ich denn eigentlich heute ohne Trense reiten? Wisst ihr, wie schwer das Leichttraben ist ohne Trense und so? Der ist doch ganz lieb. Ja, könnten Sie mir mal bitte sagen, Natalie, warum ich ohne Trense reite? Wenn du wüsstest, welche Abstimmung er hat, ist so ein Prachtstück. Ja, das interessiert mich nicht. Ich will wissen, warum ich ohne Trense reiten soll. Weil, ja, du beantwortest gar keine Fragen. Sei doch mal nicht so geheimnisvoll immer. Na, ich muss jetzt gehen. Such dir eine andere Reitlehrerin. Oh mein Gott, das nervt dann so, dass die immer so geheimnisvoll ist. Neuntens, die Sportliche. Mein Gott, ich traue mich nicht auf Bellino alleine zu traben. Das ist ja schrecklich. Das hört sich ja nach Sport an. Darf ich mit dir mit drin? Ja, gerne. Okay, dann machen wir 2 Runden ganze Bahn. Ich traue es mir jetzt auch alleine. Nein, ich muss schön mit drin. Ach Gott, ich habe seit 5 Minuten keine Beschäftigung mehr gehabt. Jetzt muss ich endlich mal wieder rennen. Aber wir sind doch jetzt schon richtig lange gerannt. Also du. Ist egal, wir können nur noch mal 5 Runden galoppieren. Oh Gott, Schluss jetzt. Ich kann nicht mehr. Was? Du kannst nicht mehr? Oh mein Gott, also die Reitschüler werden ja wirklich immer fauler und immer ängstlicher. Oh mein Gott. Ich bin nicht ängstlich, ich kann es ja auch alleine, aber ja, ich möchte jetzt alleine reiten. Oh Gott, die lassen mich nicht mal mitrennen. Was für eine Unfairigkeit. Und zu allerletzt, zehntens, die Fiese. So, wen möchtest du denn heute reiten? Ich möchte heute Black Beauty reiten, darf ich? Wir gucken mal. Was ist das? Also nein, wer das Sattelzeug von Black Beauty so auf den Putzplatz schmeißt, der darf ihn nicht reiten. Du gehst nach Hause, du kriegst für heute Reitverbot. Ich war das aber nicht. Schrei mich nicht so an, du warst das. Du wolltest bestimmt schon mal alles hinlegen oder besser gesagt hinschmeißen. Du gehst jetzt nach Hause und du darfst erst nächste Woche wiederkommen. Um dieselbe Uhrzeit. Und dann musst du wieder von vorne anfangen. Da reitest du wieder kleine Ponys, wenn du einfach nicht mit dem Sattelzeug der Großen umgehen kannst. Gut, das sage ich meiner Mama. Du bist gemein. Oh Gott, Kinder. So, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist euch sicher auch aufgefallen. Einmal. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ach so. Bei achtens, bei der Geheimnisvollen, da kam gerade der Krankenwagen vorbei, deswegen, ja, da habe ich dann kurz auf Pause gedrückt. Ja, also, das war bloß die Information und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!